Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Pokémon Blattgrün Nuzlocke. Oh, im letzten Part haben wir Gary eine auf der Mütze gegeben. Dann wollen wir mal kurz gucken, wie es denn Sydney so geht. Oh, Sydney ist bei voller Gesundheit. Das erfreut uns doch. Ich wollte mal gucken, mein Professor, ich ging jetzt ja leider nicht. Aber ob wir nicht eventuell noch einen Trank auf unserem PC haben. Das war ja zumindest in Rot und Blau und Gelb so. Item lagern, Item nehmen. Ja, einen Trank. Der könnte nämlich noch wichtig werden. Gerade bei der Nuzlocke. Werde dann mal losziehen und ja, jetzt fängt unsere Reise an. Und das erste Pokémon, was wir jetzt hier sehen, müssten wir eigentlich fangen. Können wir aber nicht, weil wir keine Pokébälle haben. Ja, das ist schön. Vetania City. Auf dem Weg nach Vetania City. Und wir kriegen auch noch einen Trank geschenkt. Das ist aber nice von dir. Ich versuche mal, den Pokémon-Kämpfen sowieso aus dem Weg zu gehen, gerade noch. Aber ich werde... Ja, doch. Gerade jetzt am Anfang wäre ein neues Teammitglied nicht schlecht. Und da wir für Professor euch erst zum Supermarkt müssen, um Pokébälle zu kriegen... werde ich dieses Gebiet erst zählen, ab dem Moment, wenn wir Pokébälle haben. Ein Taubsi! Ah, werden wir auch wieder flüchten. Ich habe eigentlich nie gemerkt, warum die ganzen Let's Player immer Tränke mitgenommen haben. Ich habe immer, wenn du mal durch, mal schon so durch möchtest. Aber in einem Let's Play ist das, glaube ich, echt mal eine Option. Vetania Supermarkt. Hey! Kommst du aus Alabastia? Professor Eich schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Zocker erhält Eispaket. Ja, den werde ich dann wohl. Kann ich jetzt eigentlich schon bei dir kaufen? Okay, grüße Professor Eich von mir. Nein, kann ich nicht. Ich muss Tränke kaufen. Man weiß nie, wann ein Pokémon schnell geheilt werden muss. Ja, das ist wohl wahr. Dieser Laden führt viele Gegengifte. Moment, meinst du jetzt die Mehrzahl von Gegengift oder viele verschiedene Arten von Gegengift? Ja, hier nur eine Vergiftung. Oh, ich versuche, meine Notizen auswendig zu lernen. Ja, viel Spaß. Okay. Lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Nö, keine Lust. War ich auch in der Schule. Da bin ich schon lange raus. Gott sei Dank. Ein Pokémon Center. Du kannst den PC in der Ecke dort drüben nutzen. Darauf hat man mich am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Na dann, na mit euch bin ich nicht. Ich habe keine Lust auf euch. Nö, will ich nicht. Ich will eigentlich mein erstes Pokémon fangen. Haben wir jetzt schon unser Sydney im Team. Oh, ich liebe diese Sachen. Nicht überlegen. Spiele. Ach, Jungs, Mädels, ihr dürft doch noch nicht ins Team. Los, Sydney. Und Flucht. Ich bin gekommen gegen eine B2-Radfahrt. Wer hätte es gedacht?
Hallo Zorke! Wie geht es deinem Pokémon? Er scheint dich sehr zu mögen. Du musst alle Pokémon trainieren. Ach. Du musst alle Pokémon-Trainer sehr... als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Ich habe meine Verleser. Du hast etwas für mich? Zorke übergibt Professor Eich das Paket. Ah, auf diese speziellen Pokebälle warte ich schon lange. Vielen Dank. Grün, Oma! Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Zorke, Grün, diese beiden sind für euch. Zorke hält Pokédex von Professor Eich. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen und detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Zorke hält 5 Pokébälle. Taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach einen Pokéball und versuche es. Doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell und muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Es tut mir leid, Zorke. Es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben, Zorke. Habe ich Ihnen schon mal gesagt, dass er ein richtiges Arschgesicht ist manchmal? Naja, egal. Krieg ich auch eine? Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Zorke hält eine Karte. Ja, zu den Basis-Items. Brauchen wir eigentlich nicht so dringend, aber naja. So, und jetzt geht es los. Wir können unser erstes Routen-Pokémon fangen. Und was wird es sein? Es ist ein... Radfratz. Los, Sydney! Deckel! Schlag, ist das dein Ernst? Oh, die Verteidigung sinkt. Ja. Autsch! Deckel! Ich könnte noch einmal riskieren, aber dann wäre das Pokémon weg. Ich versuch's lieber mit dem Pokéball. Pokéball, flieg! Kleines, sehr wendiges und bissiges Pokémon, welches in vielen Gegenden
heimisch ist. Möchtest du Radfratz einen Spitznamen geben? Ja. Da es als Radikal eine riesengroße Klappe hat und ich weiß, welches häufige Geschöpf aus meinem Bekannten- oder Familienkreis da ziemlich gleich zieht, weiß ich auch schon, wie ich es nenne. Nicht Alexandrie, Alexandra, so. Okay. Natürlich jetzt auch ein Riesenspaß, unsere liebe Alexandra zu trainieren, aber ich denke mal, das sollte nicht so schwer werden. Das werde ich dann auch wieder offline machen. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Kommt jederzeit wieder vorbei. Ja, ich werde das aber nicht jedes Mal vorlesen. Nun, jetzt hatte ich meinen Kaffee. Und das ist alles, was ich brauche, um loszulegen. Ach ja, der wollte uns am Anfang ja nicht durchlassen. Ah, schade, das habe ich jetzt leider verpasst. Das... Naja, egal. Was ist das für ein roter Box? Ah, du arbeitest an einem Pokédex. Dann will ich dir einen Ratschlag geben. Der Pokédex wird mit jedem neu gefangenen Pokémon aktualisiert. Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Doch, weiß ich. Wir haben schon einen Radfratz gefangen. Ich soll es dir wohl besser zeigen. Oh. Wildes Hornlio erscheint. Dieses doofe Tutorial. Ich will wegdrücken! War schneller da! Ach komm schon! Alter Mann, du hast ein Pokéball! Das war doch perfekt! Anschauungs! Das war doch perfekter Anschauungsunterricht, oder? Und hier, nimm das auch noch! Lehrkanal in Basis-Item-Tasche. Falls es etwas gibt, das du nicht verstehst, dann schau da rein! Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Das ist ein Beruf? Wie viel Stundenlohn kriege ich denn? Ich möchte 20 Euro die Stunde haben! Hier ist die Arena von Mertania City. Diese Pokémon-Arena ist stets geschlossen. Ich frage mich, hier wohl der Arenaleiter sein mag. Ja, wenn es stets geschlossen ist, dann ne, ist das wirklich eine gute und berechtigte Frage. Willi. Abitak. Mein Papa mag Pokémon auch so gerne. Nein. Es macht Spaß, mit Spitznamen auszudenken. Mir Spitznamen auszudenken. Nein. Es macht Spaß, sich. Oh, Zorke! Aber es erfordert viel Einfallsreichtum. Einfache Namen kann man sich leichter merken. Ja, das ist nicht ganz.
könnten hier schon das roten Pokémon fangen. Diese Entscheidung werde ich dann mal im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Ciao!